Mein Name ist Adalbert Weimann. Ich freue mich, dass wieder so viele Teilnehmer zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Gerade in Zeiten, in denen Intoleranz und Hass offenbar überzuschwappen beginnen, in denen wir nicht nur in unserem täglichen Leben damit konfrontiert sind, sondern auch den Statistiken der Sicherheitsbehörden und der Staatsanwaltschaft entnehmen, dass es immer wieder und immer mehr Verfahren, Anzeigen und auch Verurteilungen wegen Verstoß gegen Verhetzungsbestimmungen bzw. sogar gegen das Verbotsgesetz gibt, ist es umso wichtiger, zusammenzustehen und nach außen Entschlossenheit zu zeigen, Entschlossenheit im Widerstand gegen jene, die alte Zeiten immer wieder hervorkehren möchten. Wenn man dann sieht, wie die Leute vor Gericht stehen, dann sind das nicht nur die altbekannten Überzeugungs- und Wiederholungstäter, sondern auch junge Leute, die es, und das finde ich besonders erschreckend, geradezu fesch finden, die rechte Hand zum Gruß zu heben. Und da müssen wir ihnen zeigen, das ist bei uns nicht fesch, das kommt überhaupt nicht an. Das ist etwas, wo wir alle dagegen auftreten. In dieser Gesellschaft können wir so etwas nicht brauchen. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass jeder Einzelne von uns in seinem täglichen Leben den Menschen, mit denen er zusammenkommt, damit wir alle zusammen in der Gesellschaft Verantwortung tragen, dass das Gedenken an jene, die von den Nazis ermordet wurden, an jene, die nicht wiedergekommen sind, die auch unter unseren Eltern und Großeltern gelebt haben und dann plötzlich nur mehr die Opfer der Shoah waren und deren Gedenken lange Zeit nicht ordentlich gewürdigt wurde, dass denen immer breiter Raum gewährt werden muss. Daher freue ich mich auch über Initiativen, die darauf abzielen, nicht nur der Summe der Opfer, sondern jedes einzelnen Opfers zu gedenken, sein bisheriges Leben zu erforschen, zu publizieren, sodass wir sehen, jeder einzelne von denen hatte eine Familie, hatte Brüder, hatte Schwestern, hatte Freunde und jeder einzelne fehlt danach in dieser Gesellschaft. In diesem Sinne danke ich allen fürs Erscheinen bei dieser Veranstaltung, möchte nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass es gerade bei dieser Kälte vielleicht eine Chance zum Wärmen gibt. Es wird Gratis-Tee angeboten, bitte davon reichlich Gebrauch zu machen. Und ich möchte als ersten Redner Herrn Magister Raimund Fastenbauer von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien zum Mikrofon bitten. Liebe Freunde, ich habe hier schon einige Male gesprochen und ich werde mich kurz fassen. Letztes Jahr sprach als Vertreter der IKG auch Rudi Gelbert und wir sprechen heute beide. Das gibt mir die Gelegenheit nachzudenken, was sich in den letzten Jahren geändert hat. Denn das Gedenken an die vom Astfrank-Bahnhof in die Vernichtung wegtransportierten 66.000, nachdem sie schon vorher in Sammelwohnungen zusammengepfercht waren, soll kein Ritual sein, sondern Gedenkaktivitäten sollten auch etwas für die Gegenwart und für die Zukunft aufzuzeigen. Es hat sich leider nicht sehr viel zum Positiven geändert. Das Einzige, was mir positiv einfällt, betrifft nicht hier den Astfrank-Bahnhof, sondern den Heldenplatz. Am 8. Mai gibt es jetzt dort das Fest der Freude und nicht mehr ein Treffen von denjenigen, die dort die Niederlage der deutschen Wehrmacht gedauert haben. Eigentlich sollte dieser Tag Nationalfeiertag sein und nicht der 26. Oktober, den wir vor einigen Tagen gefeiert haben. Denn man sollte den Nationalfeiertag feiern, wann die Befreier gekommen sind und nicht wann der letzte Befreier gegangen ist, wie es historisch oft falsch heißt. Hätten sie früher gesiegt gegenüber den Nazi-Verbrechern, hätte es weniger Opfer gegeben, weniger Deportierte und weniger Ermordete. Das heißt, jene Soldaten, die für die Jahre hindurch in Österreich der Zweiten Republik Grenze niedergelegt und Denkmal errichtet wurden, haben das Morden verlängert. Heute, 78 Jahre nach dem Novemberpogrom, stellt sich die Frage, ob es nötig ist, diese Erinnerung an die Shoah immer wieder demonstrativ wachzuhalten.
Gerade auf jüngste politische Entwicklungen müssen wir reagieren. Auch gerade in Österreich müssen wir die Gedenkkultur nicht abbauen, sondern intensivieren. Wir begrüßen es auch, wenn jemand sagt, niemals wieder. Wir haben aber nicht ein bloßes Kurzzeitgedächtnis. Wenn seine politische Bewegung die eigene unrühmliche Vergangenheit nicht aufgearbeitet hat, sagen wir nein, danke. Es bleibt noch genug Unverständliches aufzuzeigen. KZ-Überlebende können als Landplage bezeichnet werden und das Leugnen der Gaskammer durch Anwälte bleibt ohne Sanktionen der Justiz. Im heutigen Österreich wie in ganz Europa gibt es wieder steigenden Antisemitismus, Rassismus und Hetze gegen Fremde. Asylunterkünfte werden angezündet und in Deutschland wurden in den letzten Jahren mehr als 100 Menschen von Rechtsextremisten ermordet. Die Hetze gegen Zuwanderer und Asylanten steigt gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, wobei versucht wird, die einzelnen Gruppen gegeneinander auszuspielen. Es ist für uns keine Beruhigung, wenn sich die Agitation gegen andere richtet. Wir fühlen uns mit ihnen solidarisch. Denn nächstens kann es wieder gegen andere sogenannte Fremde wie uns gehen. Allerdings müssen wir auch vor einem importierten Antisemitismus von Zuwanderern warnen, die in ihren autoritär oder klerikal geführten Herkunftsländern dieses Gedankengut kennengelernt haben. Unsere Befürchtungen wurden durch eine Studie der Gemeinde Wien unlängst bestätigt. Wir dürfen die Bekämpfung solchen Gedankenguts nicht der extremen Rechten überlassen. In Wahrheit gibt es nämlich Ähnlichkeiten. Es gibt einen gemeinsamen Nenner, den Antisemitismus. Rechte und Parallelgesellschaften sind imstande, sich gegenseitig aufzuschaukeln. Beide zerstören sie die Demokratie, wir dürfen das nicht zulassen. Hier ist entgegenzusteuern und niemals wieder zu sagen. Denn sonst gibt es ein Wieder und Juden werden Europa verlassen müssen, wie das bereits in Skandinavien, Belgien und Frankreich geschieht. Dankeschön. Im Namen der Initiative Aspernbahnhof bedanke ich mich bei Magister Raimund Fastenbauer, Israelitische Kultusgemeinde. Als nächstes darf ich Professor Rudolf Gelbart ankündigen. Wer ihn nicht kennt, er ist Überlebender der Shoah. Er wurde als Kind im Alter von 11 Jahren am 2. Oktober 1942 gemeinsam mit seinen Eltern von hier, vom Aspernbahnhof aus, in das KZ Theresienstadt deportiert. Er überlebte nur durch Zufall und hat durch die Shoah 19 Familienmitglieder verloren. Nachdem er in den vergangenen Jahren hier bei dieser Kundgebung vor allem über die Vergangenheit gesprochen hat, möchte er diesmal stärker auf die Gegenwart eingehen. Bitte gut. Liebe Antifaschistinnen und liebe Antifaschisten aller politischen Richtungen, die Rechtsextremisten Wilders und Le Pen haben heute sofort freudig den Rechtsruck in den Vereinigten Staaten begrüßt. Das Präsidentenamt, das Repräsentantenhaus und der Senat ist in den Händen der Republikaner, der Rechten. Warum bin ich heute hier? Ihr könnt euch meine Erinnerung vorstellen. Ich bin von hier am 2. Oktober ins KZ gekommen, 1942. Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich für die tun kann, die nicht überlebt haben. Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, lautet, ich will ihr Sprachrohr sein, ich will die Erinnerung an sie wachhalten, damit die Toten in dieser Erinnerung an weiterleben können. Aber wir, die Überlebenden, sind nicht nur den Toten verpflichtet, sondern auch den kommenden Generationen. Wir müssen unsere Erfahrungen an sie weitergeben, damit sie daraus lernen können. Information ist Abwehr.
Überlebende müssen die Seismographen sein. Sie müssen die Gefahr früher als andere Witter in ihren Konturen erkennen und aufzeigen. Sie haben nicht das Recht, sich ein zweites Mal zu irren und für harmlos zu halten, was in einer Katastrophe enden kann. Was im Dritten Reich geschehen ist, entzieht sich dem Vorstellungsvermögen, wie einmalig, wie unfassbar, wie außergewöhnlich die Zeit des Holocaust war. Das sind Worte aus der Autobiografie von Simon Wiesenthal, Recht ist Rache, Brief an junge Menschen. Aber ich möchte noch zum Transport sagen, wir waren also 1200 Personen und es haben nur 20% überlebt. Unser Überleben, hat einmal Imre Kertész, der Nobelpreisträger, gesagt, war ein Betriebsunfall. Ich möchte aber jetzt zur gegenwärtigen Situation etwas dazu sagen. Dazu einige sehr bedenkliche Beispiele, die sich in den letzten Wochen in Österreich ereignet haben. Wir, nämlich 10 ehemalige KZ-Häftlinge, haben, und wir haben eine Juristin unter uns, die Staatssekretärin Mona Dutzdach, haben gegen die Aula, das ist das Zentralorgan, kann man sagen, der freiheitlichen Studenten, eine Anzeige gemacht, die von der Dr. Windhager und ihren Konzipienten vertreten wurde. Und in meiner Klage steht drinnen, durch die Äußerungen in der Aula fühle ich mich persönlich betroffen. Ich werde mitsamt allen ehemaligen KZ-Überlebenden pauschal als Verbrecher, Krimineller oder Landplage bezeichnet. Damit wird das KZ als menschenvernichtende Maschine offenkundig in ein Straflager umgewandelt. Meine Empörung löste bereits die Überschrift Mauthausen befreite als Massenmörder aus. Ich, der als Kind, als Jugendlicher in das KZ Theresienstadt deportiert und hier 2,5 Jahre inhaftiert wurde, fast meine ganze Familie in diversen Vernichtungslager verloren habe, muss 70 Jahre nach der Befreiung diese Verunglimpfung durch den Aula-Artikel erfahren. Durch die betreffenden Äußerungen fühle ich mich in meiner Menschenwürde zutiefst verletzt, werde zum Objekt von unfassbaren und unwahren Anschuldigungen. Und nun ist interessant, wie bisher diese Rechtssache behandelt wird. Zuerst wurde es von einer jungen Richterin und der Justizminister dreimal mit ihm gesprochen, ist jetzt der Meinung, hier muss zeitgeschichtliche Schulung erfolgen, auch für junge Staatsanwälte, wurde also zurückgelegt. Der Mann, der das überprüft hat, hat also diese Zurücklegung bestätigt. Daraufhin wurde also etwas unternommen, ein Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, der wurde stattgegeben. Dritte Instanz, das wurde wieder abgewiesen. Und als letztes hat jetzt, und das muss man anerkennen, in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Graz diese einstweilige Verfügung mit einer großartigen juristischen Begründung, also in unserem Sinne, also erledigt. Wahrscheinlich wird es noch zum obersten Gerichtshof gehen. Die zweite Sache ist unfassbar. In einem Prozess hat ein Anwalt, der einen Neonazi verteidigt hat, die unwahre Behauptung aufgestellt, dass es in Mauthausen keine Gaskammern gab
sondern dass die nach dem Kriege nachgebaut wurden. Wir wissen, dass das also öfter widerlegt wurde. Und es ist interessant, leider, dass der sogenannte Waisenrat praktisch eine Klage, also besser gesagt von der Staatsanwaltschaft und der Oberstaatsanwaltschaft trotzdem zurückgewiesen hat. Und der dritte Fall, und ich könnte viele, viele noch nennen, ist, dass der Landeshauptmann von Oberösterreich, der in einer Koalitionsregierung mit den Freiheitlichen ist, die Prunkräume der Linzer, eben die Prunkräume zur Verfügung gestellt hat. Es waren riesige Proteste, auch von ehemaligen ÖVP-Politikern, wie Neisser, der mal Clubobmann war, und auch Buseck und Sozialdemokraten, Kommunisten und so weiter, Grünen natürlich. Und trotzdem ist der Landeshauptmann bei dieser Genehmigung geblieben. Und da es ja noch weitere Redner gibt, möchte ich schon abschließen und möchte mit einem Text enden, der für uns alle wichtig ist. Denn wir sind Warner. Der berühmte Arthur Koestler, der für mich sehr, sehr wichtig war, schrieb in der New York Times im Januar 1944 den berühmten Essay »Warum Gräueltaten nicht geglaubt werden«. Und das gilt auch noch für heute. Ich darf einen kleinen Teil dieses Essays vorlesen. Koestler schreibt, und in der Situation sind wir auch. Wir aber, er meint die Zeit 1933, die Schreier, sind nun etwa 10 Jahre lang am Werk gewesen. Wir haben in jener Nacht begonnen, in der der Epileptiker van der Lubbe den Deutschen Reichstag anzündet. Wir sagten damals, dass diese Flammen, wenn sie nicht sofort ersticken würden, sich über die ganze Welt ausbreiten werden. Ihr dachtet, wir seien Wahnsinnige. Es ist klar, und heute ist dieselbe Situation, dass dies alles bei mir und meinesgleichen zum Wahn wird. Es ist klar, dass wir an einer krankhaften Besessenheit leiden müssen, während die anderen gesund und normal sind. Indes, das Merkmal der Geisteskranken ist, dass sie den Kontakt mit der Wirklichkeit verlieren und in einer Fantasiewelt leben. So ist es vielleicht gerade umgekehrt. Vielleicht sind wir es, die Schreier, welche in gesunder Weise auf die uns umgebende Wirklichkeit reagieren, und ihr anderen seid die Wahnbefangenen, die in einer verschleierten Fantasiewelt herumtorkeln, weil euch die Fähigkeit, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen, abgeht. Wenn das nicht so wäre, dann wäre dieser Krieg vermieden worden und die unter euren wachträumenden Augen Ermordeten wären noch am Leben. Alles Gute, mein Freund. Ein Mustbuch für die Gegenargumentation ist jetzt in einer weiteren Auflage erschienen, die Identitären, Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten in Europa, mit allein 27 Seiten Bibliografie. Man muss dieses Buch lesen, um die Gefahr einer neuen Rechten, die viel geschickter auftritt, zu erkennen. Nochmals alles Gute.